Und Alexander Pawetkin, ein interessantes Gespann, der russische Boxer und der Trainer aus den USA, beide können sich nur mit Übersetzer, mit Dolmetscher verständigen. Pawetkin spricht nur ganz wenig Englisch und auch nur ein bisschen Deutsch. Deshalb ist Maxim mit in der Ecke, der die Anweisung des Trainers gleich übersetzt. Ja, und Mora bleibt dabei, lässt die linke nach unten hängen, auch die rechte nicht am Kinn, also bietet sehr viel Trefferfläche an. Pawetkin versucht anzuboxen. Natürlich bei ihm die Gefahr, dass er manchmal zu hohes Tempo geht. Das stammt noch aus seiner Amateurzeit. Da war er Europameister, Weltmeister, Olympiasieger. Ist doch sichtbar hier Eingang rausgenommen. Bleibt aber trotzdem weiterhin gefährlich. Gefährlich deshalb, weil er natürlich auch mit der Führhand ganz locker einen Kampf entscheiden kann. Enorme Schlagkraft in beiden Händen, gepaart mit Schnelligkeit. Ja, und da prasseln die Schläge auf den Körper, die Nase mächtig lädiert schon bei Javier Mora. Das sieht nicht wirklich gut aus. Aber er stellt sich den Kampf so, wie er es angekündigt hat. Auch diese Ecke bei Teddy Atlas, der ja nicht nur ein renommierter Trainer ist, sondern auch nebenbei noch als TV-Kommentator und Experte arbeitet. Fünf Wochen war Pawetkin in New York in der Vorbereitung, eine Woche haben sie in Berlin gearbeitet. Und Atlas sagt, dass er jeden Tag etwas Neues im Training einbaut. Er möchte dieses Talent weiterentwickeln. Es soll ein kompletter Boxer werden. Er hat natürlich nicht die Größe, die körperliche Größe der Klitschkos, aber er muss das ausgleichen durch Beweglichkeit, durch Schnelligkeit. Man hätte sich vielleicht einen Gegner heute hier gewünscht, der auch in seinen körperlichen Maßen etwas mehr Wladimir Klitschko ähnelt. Aber es war wohl auch nicht ganz leicht, jemanden zu finden, der sich gegen Pawetkin in den Ring stellt. Ja, mal gute Aktion von Javier Mora, der zeigt, dass er noch dabei ist, dass er mitmacht. Und der Pawetkin trifft. Ja, da war der Kopf ein bisschen weit vorn, sofort erkannt von Daniel van de Wiele. Mora hat gegen den Puerto Ricaner Fres Oquendo 10 Runden lang im Ring gestanden, um die Latino-Meisterschaft geboxt, nach Punkten verloren.
Gerade an der Deckung hat Atlas sehr viel gearbeitet. Hat sich einige Kämpfe von Pavetkin angeschaut und gesagt, er hat zu viele Treffer genommen. Und gerade gegen größere Boxer muss er natürlich versuchen, an der langen Führhand vorbeizukommen, ohne getroffen zu werden. Lässt sich jetzt für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr in diesen unübersichtlichen Infight hineinziehen. Sollte versuchen, wieder klare Hände zu boxen, lange Hände. Ja, mal kurze Tempoverschärfung. Aber Mora zeigt an, dass er noch genug Kraft hat, um hier herum. Aber wirklich gut sieht der Moment nicht aus. But for advantage, sir. Okay. The only time he hit you is when you make 10 minutes. Now punching. Du lässt ihn einfach an dich rankommen und schlägst dich zurück. Das geht nicht. Atme erst mal. I want you punching.